Was sagt die Folge? Check up Pirate, check up Pirate. Was sagt die Folge? Pirate, check up Pirate, 40 Minuten. Oh, echt? Nur? Pirate, check up Pirate. Das von uns, ja. Ich dachte, jetzt sind so irgendwie eine halbe Stunde oder so. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Innovative Reality. Mit dabei ist der neue Hückenacht und ich natürlich auch der Melimo. Sicher. So läuft es hier. Okay, und ihr habt uns wieder eure Fragen gestellt. Die sind ja wieder, wie gesagt, einen Tag später jetzt, in der eintägigen Folge später. Der eintägigen Folge später, ja. Ja, wieder drei Fragen. Eine von mir, zwei von Hendrik. So ist es. Da kann der Merle wieder den Anfang machen. Okay, ich fange. Oder wollen wir denn lieber so machen, dass du eine machst, dann ich und dann wieder du? Nein, das machen wir nicht, weil ich für die letzten zwei hatte. Dann machst du die jetzt die erste wieder. Okay, ja, dann welche Aufnahme- und Renderprogramme benutzt ihr? Also, das hat uns der John Arz gefragt. Ob der ein Arzt ist? Natürlich nicht. Ist abzuwarten. Also, Hendrik und ich haben ungefähr das gleiche Renderverfahren. Also, wir nehmen mit Dextory auf. Und schneiden mit Sony Vegas. Genau, und rendern mit MEGUI. MEGUI, ja, genau. Aber MEGUI funktioniert im Moment noch nicht ganz so gut, wie ich es will. Das macht nämlich irgendwie aus einem 720p-Video und 4 GB-Datei und das ist es nicht wert. Dann rendere ich lieber mal ein bisschen kürzer sogar mit Sony Vegas und dann, ja, Qualität ist auch gut. Ja, das kannst du gerne machen, aber wenn man es richtig konfiguriert, kriegt man sogar noch das Beste raus. ja, ist ja richtig konfiguriert. Ich habe ja die Konfiguration von dem lieben Dragonix. Ja, okay, dann ist das. Ja, das ist ein bisschen komisch. Kommt auch immer aufs Spiel an. Ich habe übrigens jetzt offscreen nochmal die ganzen Kühe durchgebraten, dann habe ich 20 Beef bekommen, habe Hendrik die Hälfte gegeben. Ja, ich habe unten noch den ganzen Kies abgebaut und den Ertrag findet man jetzt hier, also ordentliche Sachen. Und bald haben wir auch schon einen Netherrack, da können die Kühe auch weiterhin gut gebraten werden. Stehe ich mal so hier mal hin. Bisschen auf, Welt guck mal, gucken, Moment, stehe ich mal so hier hin, das sieht richtig lustig aus. Das ist so bescheuert. Hallo. Das ist so doof und sagen, der Fatzke, der möchte auch langsam mal runter, aber nein, das darf er nicht. Nein, der bleibt dann auch das ganze Projekt hängen. So, ich denke wirklich, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Welt. Ja, und wenn ihr wisst, wie dieses Filet-Knife funktioniert, dann schreibt uns das bitte, sonst gucke ich demnächst mal nach. Rechts, links, alles ausprobiert? Ja, sogar Shift. Alles probiert. Vielleicht muss ich es ja in den BG-Slot legen. Übrigens, das ist hier kein Slime-Biom, das war Frozen Sand und das wusste ich die ganze Zeit, aber ich habe einfach die ganze Zeit Ja gesagt. Limestone sieht genau so aus. Ich habe aber die ganze Zeit Ja gesagt und deswegen ist das nie aufgefallen. Ja, das stimmt schon. Und da ist Zuckerrohr. Das ist ganz knorke. Ups. Nehmen wir mal mit, hier ist aus normaler Sand. Ich habe gerade mein Headset fast rausgezogen. What the fuck, was ist hier denn? Ah, hier ist ein Slime ertrunken, das ist gut. Ja, das ist super. So ein Ice Cube. Ich würde sagen, gleich die nächste Frage, oder? Ja, machen wir gleich. Ah, hier ist ein lustiges Schleimgras. Ja, ich denke mal, das machen wir über die Folge weiter halt so ein bisschen. Sieht schick aus. Ja, aber wir dürfen es auch nicht vergessen. Nee, das tue ich definitiv nicht. Ich habe die Frage schon bei mir jetzt. Hendrik, nur Hendrik? Ein kleines weiter mal beim nächsten Hendrik. Biom jetzt. Moment, bleib stehen, guck mal. Du bist des Wahnsinns. Ich habe einfach wieder 5, 6 Stacks davon. Aber guck mal, ich habe Eisen freigebracht. Hier hast du eine Steinspitzhacke. Guck mal, hier ist Eisen. Hast du eine? Ja, ich hab beides, ja. Und hier ist auch Zink. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Frozen Sand. Daraus können wir Cold TNT machen. Ah ja, das ist alles. Alle Cold-Sachen kriegt man hier praktisch draus. so, dann mal hier. Quartzite Cobblestone. Ich habe keine zweite Spitzhacke mehr, doch diese Eisen, aber das passt eigentlich. Ja gut, dann würde ich sagen, dann doch die nächste Frage. Ja. No Video fragt uns, kommen die Folgen täglich? So wie es den Anschein macht, auf jeden Fall. Weiß allerdings nicht, wie das für die Zukunft aussieht, wenn da nochmal wieder was anderes nochmal aufgenommen wird. Aber, oh fuck, die Tiere setzen ordentlich zu, die Ice Cubes. Ja, ich merk's. Oh fuck, nee, ich mach keine Hurricanes mehr. Hurricanes? Ja, nee. Das mache ich nicht mehr. Alter, drei Herzen. Also wie gesagt, wie es aussieht, wird das dann wohl so sein. Erstmal täglich. Bei mir läuft gerade Happy in 8-Bit-Musik. Also wenn es passt, denn bei uns beiden, weil wir wollen ja immer um die gleiche Zeit veröffentlichen, 15.30 Uhr immer, wenn es passt. Ja, immer halb 4 zu Prime. Ich weiß nicht, wie es so wird, wenn Ferien zu Ende sind. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich genau das dann so täglich schaffe. Oh, ich blute. Also höchstens dann mal eine Stunde später bei mir oder so. Ja, okay. Ja, nee, einfach den Tag vorher, das passt ja. Ja, egal. Egal. Na gut, dann gehen wir mal Blutspritzer von dir. Ja, das ist nicht so geil.
Ja, komm, dann gehen wir dann doch lieber mal. Au! Ja, weiter hier. Ich hau ab. Ah, Rondo Veneziano spielt, wunderbar. Ja, bei mir spielt gerade Pharrell Williams Happy 8-Bit. Oh nein, 8-Bit, das ist das Beste. Wie ich mich letztens darüber aufgeregt habe und jetzt einfach selbst in meiner Playlist habe. Ja, sehe ich nichts falsch. Oh, da hinten ist... Ja, MIDI ist ja selbstgemachte Instrumental. Ich dachte, da ist ja auch noch so Gesang bei und so. Ach, Quatsch. Ja, kann ja sein. Der wird einfach rausgefiltert von dem 8-Bit-Programm. Kann ja sein. Ja, genau, so erweitert sind die schon alle alt. Nehmen wir das so kann ja sein. Das ist auch so eine Sache, zum Beispiel MP3 zu MIDI, das kann man einfach nicht. Man muss es selbst komponieren. Es gibt keine Komponente. Na danke, ich habe das versucht. Da kriegst du so einen Bockmissball raus. Also, das klingt alles andere als gut. Aber gut, man kann es gerne versuchen, um selbst die Resignation zu erfahren. Aber man kann es auch gerne dann lassen. What the fuck? Ja, das ist schön, das habe ich gerade auch, den Bug. Scheiße, übrigens, boah. Dieser Bug, dass es in der Luft schwebt, dieser Dimensionsbug, ne? Der ist nicht von Optifine. Ich hatte den letztens auch. Bugfix-Mod. Ja. Habe ich rausgemacht. Hast du rausgemacht? Ja. Das ist von Bugfix-Mod. Das habe ich nämlich auch nur teilweise gehabt. Das habe ich nämlich so rausgefunden. Das kam in der Vorstellung von Dingsbum, von Soundfilters drin vor. Und da hatte ich das gemerkt, weil ich da die Bugfix-Modifikation. Ich habe hier auch gerade einen Bug von einem Baum. Hast du den auch? Was? Wenn ich hier hingucke, sehe ich einen Baum von unserem Biom. Nee, von einem Schneebiom halt. Wo bist du? Ach, ist ja alles normal, vernünftig. Ja, bei mir ist da der Bug, das kannst du ja in der Folge sehen, der ist noch da und ich habe keinen Optifine installiert und auch. Ja, okay, dieser. Bugfix-Mod ist wahrscheinlich auch nicht, du hast ja selber Modpack wie ich. Ja, wer weiß. Du hast oder es nicht. Ich vielleicht noch rausgelöscht, nachdem ich das Update gemacht habe, wer weiß. Du hast es nicht neu hochgeladen, oder? Und doch, klar. Hä? Ja, eigentlich schon, aber vielleicht nicht nach der Sache. Die Kürben können wir mitnehmen. Also ich habe diesen. Ja, bei mir flackert alles gerade. Nicht so geil. Also so eine, dann musst du es auf jeden Fall bis zur nächsten Folge rausmachen. Ja, das ist eine richtige Dubstep hier, Dubstep-Welt. Wie schon unsere Tiere am Spieß, jetzt auch noch die Welt. Nicht so toll. Ja. Aber mir gefallen die Biome eigentlich, die sehen ganz gut aus. Ja. Interessanter als die Standard-Biome jedenfalls. Aber so ein extra Biomes XL wollten wir halt auch nicht installieren. Oder Biomes Aplenty. Gibt's ja nirgendwo in einem Modpack, nee, das ist... Ich mag den eigentlich. Hey, überhaupt nicht, Biomes Aplenty. Extra Biomes viel besser. Ja, du hast auch was gegen... Apropos Texture Pack, ich habe jetzt Faithful Texture Pack für die, die es noch nicht gemerkt haben. Also die es nicht gemerkt haben, sind blind. Ja, Leute, hier ist Baum. Allerdings, ich wollte erst R3D-Craft nehmen. Und dann hat Henrik gesagt... Nein, das ist Craft. Default Realism ist aber auch das Schlimmste, finde ich. Ey, wenn ich hier hingucke, ist da in dem See einfach ein Sumpfbiom. Leute, und hier auch. Wo bist du? Ach da. Ja, ich... Du stehst bei mir in meinen Bäumen und da sehe ich dich nicht. Ach so, okay, ja, das ist ein bisschen Mist, ist das. Nee, da hast du bestimmt noch das Bugfix drin, das habe ich auf jeden Fall nicht mehr drin. Hier sind Kühe, sollen wir die schlachten? Ja, ich weiß ja nicht, ob wir die auf welche brauchen, ehrlich gesagt. Pass auf, ganz schlau. Ups. Ah, renn einfach rein. Ja, habe ich gemacht. Ich brenne mal ein bisschen an hier. Randale! Ups, mein Feuerzeug ist kaputt. Nein, der Baum brennt da. Guck mal. Oh nein, alle Bäume brennen, aber... Erstmal ein Screenshot. Ja, es ist hier Folgen-Thumbnail ist das. Ja, wunderbar, reicht schon. Ich muss gar keinen Screenshot. Da fällt mir gerade ein, ich bin die ganze Zeit nicht auf beschäftigt in Skype. Ah, zum Glück schreibt mir nie einer. Ich habe schon 6 Nachrichten in der Zeit, aber... fuck it. Ja gut, dann würde ich sagen, nächste Frage. Gib mir mal ein bisschen eine Fackel. Windbreak. Warum spielt ihr nicht auf 1.7.10? Sind zwar nicht alle Mods geupdatet, aber dafür umso mehr neue coole Mods und coole Folge-Serie. Dankeschön dafür, das habe ich dir auch schon geschrieben. Ich habe dir auch schon eine Antwort geschrieben, aber ich wollte es mal für alle sagen. 1.7.10 gibt es den Selfie-Mod, deswegen bin ich ziemlich... Brennt. Ja! Brennt! Stirb, du Schwein! Ah, ich bin trotzdem eine Dead Cow, schade. Eine Kuh und kein Schwein. Ja, gut. Gib mir mal bitte eine Fackel. Nee. Ach bitte. 1, 2, 3, 4. Ich brauche da nur eine. Kriegst du, so gnädig bin ich. Danke. Ja, komm dann. Ich will die nur in der Hand halten, damit ich hier was sehe. Achso, ja, da hast du trotzdem 4. Tears for Fears. So, dann jetzt mal schlafen gehen. Ach ja. Eine Matratze euch, das ist auch so gut. Zum Glück habe ich das geändert. Mit scheiß Text. Ja, und wir spielen einfach auf 1.6, weil der Osborn-Mod für 1.6 ist und wahrscheinlich auch für ewig bleiben wird. Und Merlin hat wirklich den ganzen Baum komplett. Ich glaube sogar, der Osborn wird es mittlerweile für die 1.7 geupdatet. Wirklich? Mhm.
Also die, da kommt ja ungefähr jede Woche ein Update mit 10 neuen Mobs oder so und einem neuen Boss. Aber der Typ hat gesagt, das wird er nicht machen für 1.7. Vielleicht ist es ja auch für 1.8, ich weiß es nicht. Also ich habe ein Update gesehen und ich glaube, es war Forge ist doch nicht mehr für 1.8, sofern ich weiß. Also auf jeden Fall gab es ein Update, aber ich weiß nicht, ob für 1.6 oder 1.7. Mal gucken, werden wir abwarten. Aber auf jeden Fall ist es. Aber die ganzen Mods sind ja auch nicht, es sind ja nicht alle Mods da. Ich meine, da sind auch große Mods. Einige werden auch gar nicht mehr weitergemacht. Eternal Frost, Erebus sind glaube ich auch gar nicht mehr. Ja, nee, das ist alles längst nicht mehr. Und vor allem hier Zeiss Farming Mod und so den Kram, das ist alles nur für 1.6.2 auch nur. Da merkt man schon mal dran, dass da nichts mehr dran getan wird. Ja, Zeiss Farming Mod. War dann aufgehört, ja. Zeiss Farming Mod ist ganz lustig. Kommen wir auch noch zu. Ja, ich nicht. Ach du Scheiße, die Tiere hier. Ist Eisflower! Wir sind wie Eisblumen. Fall. Woher kenne ich das? Ah, hier sind wilde Tomaten. Woher kenne ich das? Lettuce. Ach, so ist auch wieder verbuggt. Das zeigt immer die andere Sache an bei Weiler, weil das noch nicht zu Weiler-Zeiten entstanden ist. Hä, wo bist du? Ach, da. Alles buggy hier. Lettuce from heaven. Nee. Schon super. Sind wir hier nicht drüber gesprungen? Ja, sind wir. Egal. Es ist gar kein Eternal Frost, oder? Nee. Extreme Snow Hills. So hügelig sieht hier gar nicht aus. Extreme! Oh nee, ist das behindert. Alter, ist nicht sicher. Extreme! Extreme! So. Extreme! Boah, es ist ein bisschen umständlich, auch muss ich dran gewöhnen an meinem Blade. Mein Extreme! Oh nein! Alter. Extreme! Wie behindert, das darf man keinem zeigen eigentlich. Ja, doch. Apfelbaum. Apfelbaum? Ah, ich hab zwei Hände. Das heißt, ihr wisst, was das heißt. Oh nein. Das sieht einfach noch schlimmer aus, das sieht noch spackiger aus, als wenn du da in diesem Boot sitzt und der einfach so richtig so paddelt, so, weißt du? Ja, wie das umher. Oder in Minecraft. So, hui. Ist auch richtig behindert. Oh nee, ich schlage deinen Salat. Super toll, ey. Ein Dorf würde ich gerne finden, weil ich hier ist eine Dorfmodifikation drauf, die Dorfbewohner schlauer macht. Ach, unmöglich. Aber es ist auf jeden Fall die Growcraft, da würde ich gerne so ein Dings finden. So. Ja, Growcraft, genau. Growcraft. Da haben sie auch ihre Growcraft. Growcraft! Ey, da ist so ein Plains-Biom, ne? So eine Art, ja. Sieht irgendwie fast aus wie Origin Plains, so ein bisschen. Könnte auch Steam-Plains sein, da überlege ich noch. Ich will da hin. Ich liebe Origin. Alter, hier, komm, sprinte, danke. Und ich hasse das Origin-Programm, ich meine Origin-Biome. Origin-Programm, ey, ich habe mir FIFA 14 gekauft und das funktioniert einfach nicht. Also, es funktioniert eigentlich bei jedem Vollhorst, aber... Ja, bei mir nicht. Ja, ich bin kein Vollhorst, ne? Ja gut, okay, dann ist es ja eine gute Absicherung. Huch! Huch! Hä, was geschieht hier? What's going on here? So. Hölzerne Feldhacke? Was? Was ist? Hölzerne Feldhacke? Hä? Hast du... Da, nee, das nicht. Das hier. Ja. Wooden Hole. Ein Steinschwert und eine Holzfeldhacke? Hä? Gerade hältst du eine Holzfeldhacke, jetzt, im Moment. Ja, und jetzt ein Steinschwert. Warum hast du eine Holzspitzhacke, der Feldhacke? Ja, weil ich die gemacht habe für das Reisfeld. Die habe ich noch so dabei. So, das ist immer ganz... Weil du kurz wieder da warst mit einer Holzfeldhacke statt einem Steinschwert. Das hat mich ein bisschen verwundert. What's going on here? Ungefähr so. Hier ist doch eine Schlucht, wie es aussieht. Wollen wir nicht gleich schluchzen? Ja, ist echt zum Schluchzen. Hier die wilde Tomate, naja, dieser Salat eher. Oh, ich würde nicht gerne... Letters from Hell. Oder Heaven. So ein Mist. Apfel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch, bist du in die Schlucht gefallen. Ja. Kannst du mir bitte meine Sachen retten, so wie ich es bei dir getan habe? Wo bist du denn runtergefallen? In der Schlucht. Ja, die Schlucht ist breit. Oh, ich auch. Das glaub ich dir sogar. Nein. Hier sieht's irgendwie nach Fackel aus. Bitte rette meine Sachen, ich hab's bei dir auch getan. Ja, ich kann noch nicht darunter lebend. Ja doch, wenn du an die Wand springst, ich hab's verkackt. Und da bau dich runter oder mit Wassereimer oder so. Ja, was auch immer wäre nett, wenn ich den hätte. Ja, okay, ich baue mich da einfach mal runter. Ich guck jetzt mal. Das wäre so scheiße, wenn meine Sachen weg wären. Oh nee, nein, ich bin einfach runtergefallen. Wie behindert. Oh. Was sagt die Folge? Check a Pirate. Was sagt die Folge? Pirate. Check a Pirate. 14 Minuten.
Oh, echt? Nur? Pyrite, Jacob Pyrite. Das ist von uns, ja. Ich dachte, jetzt sind so irgendwie eine halbe Stunde oder so. Wir können auch gerne mal eine halbe Stunde Folge machen, so als Special, so Folge 10 oder so. Dann liegen die Sachen da. Es ist so gut. Da ist der Merlin auch runtergerattert. Alter, wie viel Zeug hat's denn dabei? Ja, viel. Merkt man. Ich kann die nicht alle aufnehmen, nicht mal ansatzweise. Ja, dann guck mal, was wertvoll ist und was nicht. Ja, what, also die Hoden hoch zum Beispiel kannst du ja liegen lassen. What the fuck, nein. Was ist? Das ist ein explosives Skelett, was jetzt auf deine Sachen schießt. Oh nein! Oh nee, ist tot. Gut, ja. Extended Wooden Pick, die Sachen brauchst du lieber den Meat Cleaver. Was ist das für Musik? What the fuck? Master of Magic. Ich dachte, die fügst du generell danach ein. Nee. Playlist halt live. Live und in ich HD. War immer live, ja. So, ich warte auf deinen Besuch, Merlin. Ah, das dauert. Ich bin gerade noch nicht mal zu Hause. Ach stimmt, wir haben ja kein Bett. Ja, GG, ist würde ich das sagen. Behindert? Ja, wir brauchen definitiv mehr Wolle. Haben wir jetzt auch 17 Stück sogar. Und wir brauchen Rucksäcke. Durch Extreme. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, komm du mal zurück, oder? Ja, okay, ich muss dann... Ja, die Dead Chaos kann ich eher mal wegtun. Ach nein. Ja, aber dann lieber deine Extended Steinschwerter, oder? Ja. Aber du hast ja die BG-Slots, da kannst du auch noch Sachen lagern. Tatsächlich? Ja, klar. BG-Slots. Ja, genau. Irgendwelche Scheißwaffen nehme ich einfach mal rein. Kannst du einfach irgendwas reintun und dann wird schon irgendwie passen. Ja. Es regnet zum Glück wieder. So, Twines würde ich gerne mitnehmen. Was ist denn dafür da? Die hört seine Feldhacke. Creeper! Nein! Boah, alter Verwalter. Der hat mich jetzt leicht verjagt aus seiner Kothöhle. So. Ist er weg? Ja, kaputt. Alle Sachen. Nee, zum Glück nur er. Oh, gut. Okay. Aber nichts Wichtiges mehr. Was ist das überhaupt? Die geht gar nicht mal klar. Ich muss die gleich mal wegtun. Ja, ich habe die ganze Zeit Dubstep, deswegen. Die Musik, die geht wirklich her. Oh, bloß weg damit. GTA. So, tschüss. Ah ja, Anne Jong, das ist schöner. Anne Jong! Das ist ganz knorke. Gut, ja, dann hochbauen, würde ich sagen. Ja, viel Spaß, ne? Gefroren im Sand. Oh Mann, der Merlin, der hat... Pech. Hat's auch geschafft. Ich hab die Fails revolutioniert. Es wurde in den Kommentaren wirklich prophezeit, dass ich mal Fails mache, ganz viele. Ja, tatsächlich. Oh nein, jetzt reicht der Frozen Glowstone nicht mehr. Das ist schade. Ich dachte schon, da wäre gerade Creeper eingeschlagen, aber war zum Glück nur irgendein Blitz oder so Scheiß. Aber es hört ja dann immer wieder auf und das Gewitter verzieht sich in so eine Sache. Ist eigentlich ganz praktisch. Ja. Und nicht mehr so dämlich schlafabhängig, weil in TPI regnet halt, je häufiger man nicht mehr ins Bett geht, desto häufiger regnet es. Es ist absoluter Müll. Scheiß. Ja, ist echt so Mist, wenn man nicht mehr schlafen geht, regnet es häufiger. Es ist totaler Scheiß. Okay, also die Dias würden auf jeden Fall reichen für bestimmte Sachen. Nein, du machst da nicht alles. Oh. Ja, das Beste ist eh, dass die Diamond Chestplate, Extended Diamond Chestplate aussieht wie Gold und die Gold Chestplate aussieht wie Diamant. Auch das Beste. Aber die Crafting-Rezepte sind doch richtig. Ja, die Crafting-Rezepte sind richtig, klar. Irgendwas ist da komisch in den Texturen. Ja, ich glaube, manche sind auch zu Recht etwas unbekannter. Weather Machine, ja sicher. Geil, die war eigentlich Lightning TNT. Okay, schlägt wahrscheinlich so ein Blitz ein. Ja, irgendwie sowas, ja. Diamond Snow Shovel. Snowfall Mod, ey, nein. Ja, genau, das ist Schneeschieber, ist das, ja. Ja, ganz komisch. Schnee stapelt sich nämlich jetzt hier so. Achso, und wenn du eine Spinne siehst, weißt du ja, ne? Ja, logisch, klar. Da hätte ich sowieso jedes Monster kaputt geknüppelt. Das wäre mir jetzt auch egal, um deine Sachen allein zu retten. Wenn ich da nämlich auch erstmal drauf gehe, dann macht das sehr viel Spaß, da wieder zurückzukommen. Blue Bastard Sword, Alter. Ja, das habe ich ja vorgestellt, wie gesagt. Oh, so ein richtiger Bastard, ey. Ja, man kann es verstehen, wenn man auf die Zusammenstellung achtet, aber es ist trotzdem, es klingt so behindert. Oh nein. War mal Bastardschwerter. Ich dachte mir, ja, besser konnte man den Namen nicht wählen. Die haben einfach keine Hobbys, ganz einfach. Naja, Bastard. Man kann schon verstehen, dass es ein Bastardschwert ist, weil es ist halt gemischt aus Diamant und Eisen. Deswegen ist es halt ein Mischlingsschwert. Oh
Bruder, Alter, auch ein Bastardschwert. Bastard ist eigentlich die korrekte Bedeutung für Bastard, ist ja, wenn die Eltern unverheiratet sind. Ja, ja, klar, aber hat nichts mit Mischling zu tun. Biologisch hat das mit Mischling zu tun, doch. Ja. Jo. Deswegen macht das auch in der Hinsicht dann doch Sinn, auch wenn die Bezeichnung ein bisschen eigenartig ist, macht das tatsächlich sogar Sinn. Ja, was sagt die Folge? Pirate, Jacob Pirate. Jo, ich bin blöd. Die sagt 1941, wenn ich zurück bin, heißt es Adios sagen. Ja, wann bist du denn zurück? Kürze. Ich hab unser Biom habe ich jetzt schon. Kannst du mal kurz schlafen, bitte? Du hast schon unser Biom, oder? Ja, ja, ich bin. Ich seh dich. Hallo. Ja. Hallo. Hücken. Hücken. Los, mein Name nie so aussprechen. Also, es Namensänderung ist kurz bevorstehend. Ja, hoffentlich. Ja, dein Name ist ja nichts Verkehrtes mit. Ja, ich wollte eigentlich, das war mal ein Fail. Ich wollte mich eigentlich Merlin nennen, einfach nur groß geschrieben auch, aber dort war es Merlimo, keine Ahnung. Jetzt heißt ich überall Merlimo. Automatisch Merlimo geworden. Ja, ist wirklich so. Aber so, das ist der Ausruf beim Kacken. Also, das sag ich für gewöhnlich nicht beim Kacken. Aber gut, wie das sein, ne? Ich werde gerade mal ganz laut. Hücken! Ich muss mal hücken. Ich muss mal hücken. Hier, guck mal, das musst du dir noch angucken hier. Oh nee, die armen Tiere werden alle aufgehängt hier. Das wird. Sind ja eh tot, also. Schnauze hast du abgeschnitten. Halt deine Schnauze. Oh, schön. Ja, damit kann ich aber nicht mehr so gut sprechen, wenn ich es mache. Das ist so schlimm. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser etwas anderen Folge hier mal mit Welterkundung und so weiter. Ja, hat Spaß gemacht wieder. Natürlich, wie jedes Mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssikowski. Euer Gerhard Schröder. Und tschüss.